Nur wenige Menschen wissen, dass auch die Tiere sich gern Geschichten erzählen. Die größten Geschichtenerzähler unter ihnen sind die Hunde. Wo immer sie zusammenstehen, da flüstern sie sich die alten Erzählungen, Märchen und Sagen ins Ohr. Eine ihrer berühmtesten Geschichten ist die vom Schäferhund Charlie, seinem Freund, dem Dackel Itchy und der kleinen Anne-Marie. Obwohl sich diese wunderbare Geschichte schon vor vielen Jahren im fernen Amerika zugetragen hat, wird sie heute noch gern erzählt. Entschuldigung, Boss, ich habe Staub in die Nase gekriegt. Ach, das wird jetzt zur lieben Gewohnheit. Nein, geh lieber weg da. Ich glaube, ich muss noch mal. Du bist ein Genie, Itchy. Danke, Boss. Es geht doch nichts über einen ordentlichen Rückstoß. Au. Wo bist du gelandet? Was war das? Was ist das? Oh, es ist ein Rohr. Ich bin hier, Charlie. Kommst du? Ja, doch. Wo bist du, Boss? Au, mach die Lötlappe aus. Willst du einen Hotdog aus mir machen? Oh, das tut mir aber wirklich leid, Boss. Das Rohr, das möchte ich probieren. Aber vorsichtig, hörst du? Ja. Wenn das mal nicht das Hauptwasserrohr ist. Nein, Charlie, Wasserrohr ist grün. Das hier ist rot. Du bist farbenblind. Du warst doch immer farbenblind. Stimmt, aber das hier ist rot. Ist es grün? Grün? Charlie, ich hab gedacht... Lass das Denken ab sofort, übernehme ich das. Na schön. Denk du, ich kümmere mich um meinen Kram. Den kannst du auch vergessen. Ich kauf dir neuen Kram. Oh, da fällt mir ein, mein Bohrer. Sei jetzt bloß nicht verbohrt. Stimmt auch wieder. Warte mal. Nicht jetzt, du kannst nicht später. Du. Ich hab gesagt, jetzt nicht. Ich kann nichts dafür. Es juckt mich immer, wenn ich nervös bin. Dann hör auf, nervös zu sein. Bitte einmal dort, wo ich nicht hinkomme. In dir bin ich auch das letzte Mal ausgebrochen. Ich zieh dich! Ah, doch nicht an den Ohren! Lass mich vorbei! Das macht die Ohren, ich dachte... Oh, ich sag alles nicht. Klar, Boss? Ja, ja, komm, mach schon! Immer hat er was zu nörgeln, der alte Meckerfritze. Auf die Plätze! Fertig! Los! Und schon sind sie gestartet. Ein fantastisches Aufgebot mit Mighty Morris, der schnell die Führung übernommen hat. Eine Kopflänge hinter ihm Ratata, der mit einer halben Kopflänge Razzivill folgt. Und da kommt aus der Kurve Mighty und Ratata holt in der zweiten Runde von hinten auf. Mighty und Ratata kämpfen um den Vorsprung, während Razzivill mit dem Feld im Schlepptau folgt. Jetzt liegt Ratata um eine Nasenlänge vorn, Razzivill zweiter. Mighty ist auf den dritten Platz zurückgefallen. Aber Moment mal! Da kommt Spanfor, der in schwarz und weiß. Er will von hinten nach vorn durch, versucht es rechts, links, aber er schafft es nicht. Leute, hier geht es jetzt Ratte gegen Ratte, Zahn um Zahn. Razzivill bricht durch die Mitte, sie haben ihn in Zange genommen. Aber da ist der Ofen und er reitet jetzt auf Käsewitz. Nicht zu glauben, Razzivill auf Käsewitz. Und weiter rast das Feld nach vorn, stürzt sich in den Ölschlamm. Aber was ist das? Jetzt ist ja Razzivill schon Sechster, Fünfter, Vierter, Dritter. Ich kann's nicht fassen, hinein ins Hindernisbeet. Die Führung liegt um fünf Längen voraus. Ratter verfolgt als Zweiter um eine Kopflänge. Käsewitz rückt fest dritter auf, aber Moment mal, er sitzt fest. Ja, Ratzeputz ist im Hindernisbeet stecken geblieben. Oh, dieses Rennen ist ein Albtraum. Aber da ist er wieder um eine Schwanzlänge vorn. Leute, das müsst ihr gesehen haben. Was ist denn das? Das ist... Ja, Ratzeputz ist das, der ein Ziel sportet. Was für ein unglaubliches Rennen, meine Damen und Herren. Ratzeputz, der Schwarz-Weiße, der kleine Rattenwettkämpfer mit dem riesigen Einsatz, trägt den Überraschungssieg der Woche davon. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das auch nur geahnt? Aber Leute, geht nicht weg. Es gibt noch eine ganze Menge Action in unserem nächsten. Also, wenn du mich fragst, das Ganze ist doch manipuliert. Ja, das war's dann wohl. Jetzt ist ich bin pleite, Jungs. Ich habe gewonnen. Wünsche recht guten Appetit. Die Sache stinkt. Wie stehen die Chancen für den schrecklichen Tom? Besonders schrecklich. So schlecht? Na dann, setz dich wohl besser auf Large Mikes Sieg. Auch einmal auf Large Mike. Ohne Hundemarke werden keine Wetten angenommen. Wir sind ein seriöses Unternehmen. Und sie sind gestartet und wieder kämpft da draußen die Ratte gegen Ratte. Zahn um Zahn bei Papier und gleich über den Large Mike die Führung. Leute,
Leute, na, wie geht's? Wie steht's? Vermutlich geht's, wie's steht. Na, Itchy, den hat's ganz schön die Grütze verhagelt, wie? Weißt du was, Boss? Hm? Wir sollten wegen des großen Erfolges nochmal rausgehen und wieder reingehen. Charlie? Ja, sowas. Ich hab gemeint, du sitzt schon in der Todeszelle. Nee. Warum sollte ich denn in der Todeszelle sitzen? Er saß dort. Ich hab ihn rausgeholt. Oh, hier ist nichts mehr, wie es früher mal war. Das Leben war kein Kinderspiel. Carface hat uns nicht sehr gut behandelt. Das Leben ist schwer, sehr hart sogar. Wenn ein Knochen mal übrig blieb, das war schon viel. Warum sich mit einem Knochen begnügen, wenn man das ganze Buffet abräumen kann? Charlie! Tino, du hast die Bank gesprengt! Nein, dieser Charlie, Mensch, bin ich stolz auf dich, Charlie. Los, Charlie, sag's ihnen! Ja, einen Sieger kriegst du nicht klein. No, Sir! Nein, du kriegst so einen Hund nie klein. Klar, mir ging's oft schlecht. Das ja, stimmt. Ich fraß oft Dreck. Das ist wahr. Sogar mein Mädchen, kaum zu glauben, lief mir einfach weg. Das ja, aber mir. Mag alles furchtbar sein. Aha. Doch einen Sieger kriegst du nicht klein. Den Sieger kriegt man nicht klein. Nein, 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 du nein. Nicht. Nein, du kriegst so einen Hund nie klein. Sag's allen, Bruder. Ich hab oft gerauft. Und kaum verschnauft. Hab mit krummen Touren auch schon manchen Freund verkauft. Drum wird das Ende nicht das Tierheim sein. Denn du kriegst einen Sieger, kriegst einen Sieger. Nein, du kriegst so einen Hund nie klein. Seht ihn euch an, er hat das Glück der Irish Setter. Den Stolz deutscher Schäferhunde. Sogar etwas von Siamesen. Pekinesen, die Noblesse eines Engländers. Das Temperament eines Spaniers. Hab einen Baumstamm, aber einen Stammbaum habe ich nicht. Ich bin halt ein Bastard, ganz klar. Aber das macht doch nichts. Was soll's, ich mach das Rennen doch als Star. Okay, Jungs, macht mit, kommt, lass mir ihn hochleben. Los, hoch mit ihm. Hoch, 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 komm schon. Den Sieger kriegst du nicht klein. Ho, 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 ho. Nein, du kriegst einen Hund nie klein. Ho, 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 ho. Was ist denn hier los? Selbst draußen meist drin. Er wollte sittsam leben. Aber sündhaft ist heute in. Man soll kein Spielverderber sein. Ich kannte Hunger, kannte Durst. Mal gab's nur Knochen, mal ne Wurst. Ich lernte schnell, lernt jeden Trick. Verlass mich nie nur auf mein Glück. Ob wir's flüstern oder ob wir's schreien. Du kriegst einen Sieger, nein, du kriegst einen Sieger, du kriegst so einen Hund nie klein. Nein, du kriegst so einen Hund nie klein. Er ist es, Boss. Ich glaube, ich fall tot um. Ich weiß, was Sie jetzt denken, Mr. Carface, aber ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Wir haben ihn doch hinter Gitter gebracht. Ja. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich vorhabe, 50% der Einnahmen mit meinem Partner Charlie zu teilen. Dann wollen Sie wohl, dass ich seinen Kopf mit einer Zange zusammenquetsche. Killer, geht man denn so mit einem alten Freund um, Killer? Freunde muss man doch freundlich behandeln. Man hört ja sogar, dass man sie los wurde, weil sie sich über irgendetwas totlachten. Carface! Den Sieger kriegst du nicht. Hey, Carface, wo steckst du? Charlie? Ja, sowas. Bist das wirklich du? Ja, ich bin es wirklich. Haha, du bist es auch wirklich. Hey, du hast ein bisschen zugenommen, hä? Hab ich dir nicht gesagt, du sollst das naschen lassen? Also, hier sieht's ja ein bisschen, sag mal, schräg aus, ja, ein bisschen schräg, aber okay. Ich sag dir was, Partner, ich bin ja stolz auf dich. Bloß die Kunden, die finden's ja weniger lustig. Spieler werden niemals zufrieden sein, das weißt du doch, Charlie. Aber ich hab nachgedacht. Weißt du, was der Bude hier fehlt? Ich meine, abgesehen von neuen Vorhängen und Kronleuchtern. Hier fehlt einfach, hier ist einfach Klasse gefragt. Ein bisschen Kultur und Choreografie, ein bisschen Fluidum wie im Theater. Mit Tanzpuppen und so. Was sagst du? Du weißt schon was noch. Charlie, 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 die Zeiten haben sich geändert, genauso wie wir uns verändert haben. Ach, wieso soll ich mich verändert haben? Charlie,
Vergiss nicht, du hast gesessen. Das war noch nie gut fürs Geschäft. Was redest du da? Du bist jetzt ein Hund mit einem Vorstrafenregister. Man hat mir was angehängt. Ja, das weiß ich doch. Warst du nicht immer wie ein Bruder für mich? Und darum... Guck's schon aus. Darum müssen wir uns als Partner treffen, verstehst du? Sag mal, hast du sie nicht mehr alle, hä? Die werden doch nach dir suchen, Charlie. Und wo werden sie wohl zuerst suchen, hä? Na, hier natürlich, hier. Das gefällt mir ja auch nicht, Charlie, aber es ist für uns beide so am besten. Gefressen hat es. Aber warum muss gerade ich Garfis kleines Monster füttern? Ein Monster? Hört zu, ihr Hunde, es gibt was zu tun für euch. Carfles will, dass ihr Charlie beiseite schafft. Charlie? Charlie! Charlie, sie werden dich töten, umbringen, kassieren, beiseite schaffen. Verstehst du? Ich hab gedacht, wir bringen dich irgendwo unter, wo dich keiner ja, kennt. Ja, sprich nur weiter. 50% von dem hier gehören dir, das weißt du. Charlie, nimm's dir. Willst du was von den Steaks? T-Bone Steaks? Na klar. Lieber Porterhouse. Und die Hälfte vom gut abgehangenen Filet. Warum nicht? Hört sich immer besser an, was du da sagst. Das heißt, wir sind uns ja, ja. einig. Einverstanden. Schlag ein, Kumpel. Also, Jungs, mein ehemaliger Partner möchte euch mitteilen, dass er ab sofort sein eigenes Ding aufzieht. Ihr habt den Boss gehört. An die Schnauze. Jungs, dann lasst mal den Rummel anfangen. Hey, Charlie! Oh, pass doch auf, wo du hintrittst, Mädel! Und ich glaube, dass ich im Namen aller hier versammelten Hunde spreche, wenn ich dir viel Erfolg für dein neues Unternehmen wünsche. Und zum Abschied und als Zeichen unserer Anerkennung möchten wir uns erlauben, dir diese goldene Glücksuhr zu überreichen. Oh, lässt sich ablecken und tickt doch weiter. Killer, nimm du jetzt Charlie mit nach hinten für die große Überraschung. Überraschung? Welche Überraschung, Boss? Na, die ganz große Überraschung. Ach so, ja, verstehe. Diese Überraschung meinen Sie. Au. Trottel, du. Ihr seid wirklich Mordskerle, Jungs. Ja, ehrlich, Mordskerle. Ich liebe euch, Jungs. Wollt ihr mit mir singen? Singen wir Charlie! Alle zusammen. Junge, Kaffee ist eine feuchte Wohnung. Man hört ja das Wasser die Wände runterlaufen. Nein, Sieger kriegst du nicht. Wir machen jetzt ein Spiel, Charlie. Du bleibst hier und bewegst dich nicht. Geh doch mit. Fällt uns. Sie hätten draußen mal essen. Was? Ah, Schnauze. Goodbye, Charlie. Oh, darf ich schieben helfen, Boss? Darf ich bitte? Charlie! Geh, alte Schnauze. Schnauze sei. Nein, den Sieger kriegst du nicht, nein. Vorhalle zum jüngsten Gericht. Was? Gericht? Oh, keine Angst, Charlie. Du wirst schon in den Himmel kommen. Alle Hunde kommen in den Himmel, weil sie im Gegensatz zu Menschen von Natur aus gut und treu und nett sind. Ah, das stimmt, ja. Du kannst hier alles tun, was dir gefällt. Ich muss schon sagen, mein Fräulein, himmlisch haben sie es hier. Essen so viel, wie du willst. Folge mir. Das Klima ist fantastisch. Du fühlst dich pudelwohl. Ein himmlisches Air-Condition. Das gefällt mir. Weil keiner Böses im Sinn hat. Oh Mann. Gibt's Strafe nicht und Verbot. Ah, toll. Hier bist du ganz einfach tot. Was?
Du meinst, ich bin... Schon eiskalt, fürchte ich. Ist doch nicht zu fassen. Sie haben mich ermordet. Ich kann beim besten Willen hier nichts von Güte und Treue entdecken, aber mal sehen. Er hat mich getötet. Ja, wie bitte? Da muss euch ein Fehler unterlaufen sein. Du hast den falschen Mann, Hicks. Ich war noch nicht dran. Eine schmutzige Ratte hatte mich geleimt. Allerdings, die Ratte war ein Hund und besonders abgefeimt. Mit dem Wagen überfahren, wo wir Freunde eins waren. Ach, was red ich denn mit dir? Wer ist hier das höchste Tier? Ich möchte reklamieren! Du kannst doch hier alles tun, was dir gefällt. Ich sag dir, ihr habt euch geirrt. So viel, wie du willst. Nein, ich glaub's nicht. Meine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Oh, doch, das ist sie. Da ist gar kein Irrtum möglich. Wir hier wissen alles. Dahingerafft in der Blüte meiner Jahre. Warte nur, das zahle ich diesem Carface heim. Hey, das muss hier die Uhrenabteilung sein. Ja, so kannst du es aufnehmen. Schau, diese Uhr, da ist dein Leben. Und sie ist stehen geblieben. Kannst du dich ein bisschen schummeln und sie wieder aufziehen? Und dich wieder runterschicken? Oh, nein, 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 nie darf jemand wieder zurückkehren. Leg bitte deine Pfote hierher. Wozu soll das gut sein? Pfotenabdruck für die Kartei. Alles, was dir jemals widerfahren ist oder noch wird, steht in diesem Buch. Na, wie beruhigend. Ich finde es wunderschön hier. Mit anderen Worten, Überraschungen gibt es hier nicht. Oh, natürlich nicht. Wir wissen ja alles im Voraus. Junge, wie aufregend. Überall Wolken und saubere Luft. Oh ja, im Himmel ist es wunderschön. Ja, außer dass es keine Überraschungen gibt. Sag mal, würdest du gerne tanzen? Wenn ich hier oben also auf einen Streeter im Poker warte, wüsste ich im Voraus, ob ich ihn vollkriege. Hm? Ich sagte ja schon, wir wissen alles im Voraus. Du bist früher viel im Ausland gewesen, hä? Du hast sowas Französisches, ungewöhnlich für einen englischen Jagdhund. Mir wird's ganz schwindlig. Alles ist hier so lieblich, so wohl geplant und geordnet. Es ist zum Verrücktwerden schön hier. Ich brauch Power, brauch Aufregung, Stress. Und ich möchte auch mein Engelchen klein bisschen kiss. Und möchte es mich küssen, ich möcht's nicht gleich wissen. Das macht doch keinen Spaß. La da 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 ba ba ba. Die Sonne scheint, dabei sollte es schneien. So hab ich's gemocht und so soll's hier auch sein. Künftige Taten schon heute zu erraten, das macht einfach Spaß. Doch wer begreift, wenn das Glück dich mal streift. Du glaubst indessen, es hätte ich vergessen. Doch heimlich sind all deine Träume gereift. Oh, Charlie, hast du denn vergessen, wie du manche Nacht allein verbracht und wie viel Träume zerbrochen dir sind? Trotzdem kann man hoffen, ist alles noch offen. Ich bin im Grund kein Dieb. Nur hab ich das Leben zu lieb. In 2-3 Sekunden hat sie ausjubiliert. Denn wenn sie kapiert... Charlie, was machst du da? Was jetzt passiert? Was versteckst du da hinter deinem Rücken? Trifft sie... Oh nein, Charlie, nicht die Uhr wieder aufziehen! Der Schlag... Charlie! Ich lebe! Charlie, hörst du? Du kannst nie wieder zurückkehren. Nie wieder zurückkehren!
Charlie, pass auf! Charlie, nein! Was ist denn? Ist doch alles okay, kleiner Kumpel. Ich bin Charlie. Oh, Charlie, du bist es, weißt du, ich hab Carface gesehen und er wollte mich erwürgen. Er hat mir den Hals langgezogen und sagte, oh, hallo, Charlie. Hallo. Ah! Lass mich los, Charlie! Nein, du bist ein Geist! Oh, wow, lass mich in Ruhe, hörst du? Hau ab! Geh! Nein, hau ab! Tu mir nicht jetzt weh! Ich bin doch nicht! Hier, komm, nimm meine Werkzeugtasche mit allem drin, ja, und meine Ölkanne! Oh ja, und hier, meine versilberte Rolls-Royce-Radkappe! Ich bin kein Geist, nein. Ich bin nicht tot! Hab Mitleid mit meiner Bandscheibe, fass mich nicht! Schnauze! Ich bin kein Geist! Ich bin nicht tot, also beruhige dich! Ich werde jetzt ganz langsam meine Hand von deiner Schnauze nehmen und du wirst keinen Muckser machen, versprochen. Na also, daran erkenne ich dich. Ah! Wirst du wohl die Schnauze halten? Wenn ich dir sage, ich lebe hier, sieh her, haben Geister Flöhe? Nein, Geister haben keine Flöhe. Charlie, du bist's ja wirklich. Oh, Charlie. Du, aber ich hab doch das Auto gesehen und den Fluss weiß, und deinen leblosen Körper, der darin trieb. Nachdem er durch die Luft geflogen Ichi, was soll ich dir sagen? Ich war einfach noch nicht dran. Wie schön, dass du da bist, Charlie. Ichi, sei ruhig, Schnauze. Muss alle Welt erfahren, dass ich wieder da bin. Du hast geglaubt, ich bin tot, genau wie Carface. Diese Ratte hat mich getötet. Na, sagen wir, versucht hat das. Oh, dafür wird er zahlen. Sag bloß, jetzt fängt alles wieder von vorne an. Was hast du geglaubt, hä? Hör zu, Ichi. Ich war doch immer der Kopf von dem Verein hier, stimmt's? Ja. Na siehst du, da kann ich doch jetzt nicht einfach wegtauchen. Das ist es, was wir machen werden. Wegtauchen, tief, ganz tief runter, dort, wo es dreh mir nicht das Wort in der Schnauze rum. Gerade jetzt, wo das Geschäft größer und größer wird. Und natürlich will er nicht mehr teilen. Das ist es, Boss. Teilen wir uns doch irgendwo eine kleine Berghütte im Himalaya. Ich hasse Himalaya. Aber warum denn? Auch dort lässt es sich gut leben, meine ich. Blödsinn. Unberührte Wildnis. Überall kannst du dein Geschäft machen. In doppelter Hinsicht. Außerdem schnappen wir uns dieses berühmte Lama und ein paar Bergschafe und eröffnen unsere eigene Der Haluka hat bestimmt noch einen Trumpf im Ärmel. Ja, warte nur, bis ich dahinter gekommen bin, dann mache ich ihn alle. Ah, schön langsam soll ihm die Luft ausgehen. Oh, Boss. Um Gnade winseln soll Wenn's er. Wenn's ums Winseln geht, ich möchte winseln, dass wir hier abhauen. Vergiss nicht, Boss. Carface hat seine Schläger und die Schläger haben Muskeln und Messer. Außerdem hat er ein Monster im Keller versteckt. Was? Ja, ein Monster. Und sie füttern es. Ein Monster? Ja, ein Monster. Weißt du denn nicht, was ein Monster ist? Ein Monster. Oh, ich weiß genau, das überleben wir nicht. Schnauze, Ichi. Tja, dann wollen wir doch mal sehen. Oh, hör auf damit, von wegen nervöses Jucken. Ich würde es mal mit Waschen versuchen. Ja. Oh, Charlie, komm mal, sieh mal da drin. Siehst du das? Ja, ich sehe. Das Monster. Bitte, Boss, lass uns nach Hause gehen. Wer weiß, was es frisst. Jemand hält dich am Schwanz ich fest. Ich halte dich am Schwanz fest. Warum sagst du das nicht vorher, wenn du sowas vorhast? Im Grunde ein Jammer, aber es hat wirklich keinen Zweck mit dir. Außerdem hast du kalte Hände. Da sieh genau hin, da hast du nun dein Monster. Ja, da soll mich doch der Teufel holen. Er wird sich hüten. Ah. Vorsicht! Bitte, Mr. Carface, darf ich heute rausspielen gehen? Aber natürlich, mein kleines Mädchen. Du musst nur vorher mit den Ratten sprechen, ja? Wenn du meine Meinung wissen willst, Boss, ich glaube, Mighty Morris macht das Rennen. Oh, Boss, diese Zigarre. Oh, hallo, Mr. Longtail. Na, wie geht es Ihnen heute? Mir geht's auch gut, danke. Werden Sie denn heute bei dem Rennen mitmachen? So, Sie haben einen wehen Fuß. Dann lassen Sie es mal lieber. Was? Käsewitz hat sich erkältet. Dann sollte sie eine heiße Kräutersuppe essen. Oh, und Ratzeputz hat die Grippe. Oh mein Gott. Na, was plapperst du da? Ich will wissen, wer gewinnt. Entschuldigung. Was glauben Sie denn, wer gewinnen wird? So, verstehe. Der Grauscheckige macht das Rennen. Genau. Den gesamten Gewinn vom letzten Rennen auf den Grauscheckigen. Und dann füttert er das Kind. Oh, Boss, muss ich das wirklich tun? Oh Mann, was rauchen Sie
sie bloß für ein Kraut. Aber sie hatten mir doch versprochen, dass ich zum Spielen rausgehen darf. Charlie. Ein kleines Mädchen, das mit den Tieren spricht. Na, wenn das nichts ist. Boss, ich denke, wir wollen. Vergiss es, überlass das Denken mir. Aber Boss. Die arme Kleine, wir werden sie entführen. Entführen wollen wir na, sie? Na ja, ich meine, sie retten. Aber Boss. Wir wollten doch die Schnauze halten. Hallo, Kleine. Nein, nein, hab keine Angst. Wie ich sehe, wirst du hier gegen deinen Willen festgehalten. Komm, machen wir uns bekannt. Setz dich. Ich bin Charlie B. Barkin und das ist mein Freund Itchyford. Ein verkorkster Bässe. Aber guten Tag, sehr erfreut. Also ich bin schockiert. Das ist nun wirklich nicht der rechte Aufenthaltsort für kleine Mädchen, hab ich recht? Da du es ebenso siehst, würde ich sagen, dass du packen solltest. Wo sind deine Eltern? Ich bin weise. Oh, hast du gehört, sie ist weise, also wird sie auch niemand vermissen. Wir haben das bereits geklärt, du wohnst ab sofort bei Itchy. Bei mir? Wie heißt du eigentlich? Anna. Nein, nein, Boss, sie kann nicht bei mir bleiben. Alles, was recht ist, das geht zu weit. Ich mache, dass ich hier wegkomme. Gut, dann geh doch. Keine Spur vom Mitgefühl. Oh. Dann bleibst du halt bei mir. Anne-Marie, hä? Du hast gefragt, wie ich heiße. Ich heiße Anne-Marie. Ja, ja, sicher. Klar. Das würde dir doch gefallen, oder, Anne-Marie? Ich meine, bei mir zu wohnen, es wird dir bei mir gefallen. Himmelbett mit Sternen, Himmel, offener Kamin, drei Mahlzeiten am Tag, Radio, Heizung, tapezierte Wände. Ich wohne in einem Taxi, hat aber noch nicht viel auf dem Tacho. Was? Was zum Teufel soll das heißen, dass sie weg ist? Naja, also sehen Sie, Boss. Schnauze! Auch gut, ja. Immer dasselbe. Ich frage mich, womit ich das verdient habe. Ich bin nur von Idioten umgeben. Aber Boss, ich kann doch nichts dafür. Ich meine, um ganz ehrlich zu sein, es war doch so, dass ich ja... Sander hatte schon übernommen. Wenden Sie sich doch an ihn. Ich liebe dieses Mädchen. Hast du verstanden? Und ich will sie zurückhaben, Killer. Sofort! Boss, sehen Sie, die Sache ist so... Hörst du? Also Robin Hood sagte zu Little John, dieser Sheriff ist doch ein richtiger Bimbo. Verpassen wir ihm eins und nehmen uns das Gold. Nicht für uns selbst natürlich. Wir geben es dem armen Pack, das sie zuerst eingebuchtet haben. Hey Boss, woher hast du denn den Quatsch? Was ist denn dieser Hood für eine Pflaume? Schiebt einfach den ganzen Zaster den Armen rüber. Ich mag die Geschichte, Mr. Itchy. Du würdest wohl auch... Klappe halten. Irgendwie muss ich sie ja dazu bringen, dass sie endlich schläft. Und wie geht's weiter? Ja nun, dann... Ach, gib schon her. So waren die armen Leute nun alle glücklich, weil sie jetzt nicht mehr arm waren. Trotzdem kann dieser Hund wirklich nicht alle Tassen im Schrank haben. Na, wenn schon. Seine Püppi hat ihn dafür umso mehr geliebt. Ist sie hübsch gewesen? Aha, das will ich meinen. Zum Sterben schön war sie. Aber die ganze Bande fragte sich jetzt, ob Jungfrau Marion ihn jetzt auch heiraten würde. So eine Frage. Natürlich tat sie's. So, und jetzt wird geschlafen. Mr. Itchy und ich haben noch was Geschäftliches zu besprechen, hä? Ich würde ja sagen, erstmal sollten wir über die Kleine reden. Gute Nacht, Mr. Itchy. Gute Nacht, Kindchen. Mir gefällt das gar nicht, hier herumzusitzen und dieser kleinen Zeitbombe Märchen vorzulesen. Und darauf zu warten, bis sie... Oh. Ja, und weiter? Ja, ich meine, wir sollten sie wenigstens in der alten Kirche verstecken. Nee. Carface wird sie hier zu allerletzt suchen. Er denkt doch, ich bin tot. Weißt du nicht? Und jetzt schlaf erst mal eine Runde. Morgen nehmen wir die kleine Zeitbombe mit zum Pferderennen und kassieren dort ein Vermögen. Pferde? Da hast du was Schönes angestellt.
Um 8 Uhr. Okay, Boss, 8 Uhr. Ich werde da sein. Da hast du. Und jetzt schlaf schön, Kind. Charlie, können Sie mich bitte zudecken? Bitte. Natürlich. Charlie, bekomme ich auch noch einen Gute-Nacht-Kuss? Hm? Was? Hm. Aber sicher doch. Und danke, dass Sie mich gerettet haben. Aber klar doch, ich bitte dich. Das war ja nicht der Rede wert. Na, du Quälgeist, lieg ruhig. Das sind die Sprungfedern. Charlie, der Vordersitz drückt mich so. Ah ja? Na schön, in Ordnung. Bedienen Sie sich, meine Dame. Dankeschön, Charlie. Schon gut, jetzt wird aber geschlafen, hörst du? Lieber Gott. Auch das noch. Vielen, vielen Dank für meinen neuen besten Freund Charlie. Und danke, dass du ihn mir geschickt hast, damit er mich rettet. Psst, hey! Und segne bitte auch Mr. Edgy. Und gib ihm ein bisschen Vernunft. Und natürlich musst du auch Charlie segnen. Amen. Oh, und bitte hilf mir, dass ich eine Mama und einen Papa finde. Charlie? Was ist denn? Meinen Sie, Sie können mir dabei helfen, eine Mama und einen Papa zu finden? Kindchen, ich finde für dich die untergegangene Stadt Atlantis. Aber bitte! Bitte, schlaf jetzt. Charlie? Was denn jetzt noch? Ich muss noch mal aufs Klo. Aber sicher doch. Anne-Marie, mein Kind, Liebling, bitte. Sprich doch mal mit dem Pferdchen, hm? Na, sprich mit den Hottehütchen. Hey, Boss, vielleicht spricht sie ja nur mit Ratten. Red keine Blödsinn. Sie spricht schließlich auch mit mir. Ja, ja, vermutlich bist du eben auch eine Ratte. Hahaha. Okay, okay, vielleicht sind ja Pferde zu dämlich zum Sprechen. Anwesende natürlich. Aha, was hat sie gesagt? Alter Klepper, hör zu. Versuch das noch einmal und ich sorge dafür, dass du zu Kleister verarbeitet wirst. Was hat sie gesagt? Jetzt hören Sie sich genau wie Mr. Carface an. Was? Das ist ein Krimineller. Hat der dir etwa Geschichten vorgelesen? Oder dir sein bequemes Bett abgetreten und dir einen Gute-Nacht-Kuss gegeben? Lieber Himmel, du sprichst mit Charlie, der dich gerettet hat. Und außerdem wollen wir das Geld doch den Armen geben. Boss! Nun ja, teilen wollen wir es. Sie meinen so wie Robin Hood? Ja, genau wie in der Geschichte. Genau wie in der Geschichte, ja. Und noch was. Wenn du es ernst meinst mit dieser Mama-Papa-Sache, wirst du selber ein paar Piepen brauchen. So wie du jetzt aussiehst, wird's wohl nichts werden mit der Adoption. Wer will schon eine kleine abgemagerte Puppe in solch billigen Fetzen? Versprochen, Sie helfen mir bei der Suche nach Mami und Papi? Ich verspreche es, Kind. Oh, Charlie! Ganz schön kräftig für so ein Ist Kind. Ist das nicht wunderbar? Halt, nein, nicht hochheben. Lass mich bitte wieder runter. Mr. Itchy ist aber schnell böse. Sagt mal, ihr Pferdchen, wer von euch wird denn das heutige Rennen gewinnen, hä? Wir brauchen nämlich Geld für die Armen und für ein neues Kleid für mich, damit ich Eltern finde, weißt du? Fia? Oh, vielen Dank. Na, wie sieht's aus, hä? Der große Joey hat heute Geburtstag. Chia wer? Hä? Chia? Chia wer? Nein, Joey heißt er. Aha. Er hat heute Geburtstag. Na schön, aber wer wird nun heute gewinnen? Na, der da. Aber ihr dürft es nicht weiter sagen. Es ist eine Überraschung. Verstehe. Und ich frage euch, können wir diesem Pferd trauen? Ja, ja, ist in Ordnung. Der große Schui, Schua, Schaja, Hua, Schachaha. Als Überraschung gehen wir zur Wettannahme. Hingehen können wir, aber womit wollen wir zahlen? Itchi. Irgendwie kommen wir doch an ein paar Scheinchen ran. Ein paar Scheinchen, ein paar Scheinchen.
Ein Paar? Was für ein Paar? Ja, eine Mama und ein Papa. Ja, natürlich, genau das Kind. Nein, zu dünn. Zu fett. Charlie, sieht mal, die da wären toll. Jawohl, Kind. Ich glaube, du hast recht. Warte hier auf mich. Itchy. Okay, Boss, Show Nummer 17. Nein, Itchy, nein, wir nehmen Nummer 3. Die Nummer 3, der lahme Hund? Ja. Oh, Boss. Oh, meine hey. Füße, meine Füße bringen mich um. Oh, Harold, das arme kleine Hündchen. Na, mein Hündchen, was hast du denn, hä? Itchy! Mr. Itchy, was haben Sie denn plötzlich? Ach, ist das dein Hund? Naja, sowas ähnliches. Itchy, was ist denn passiert? Itchy! Boss, was soll ich denn tun? Drück noch ein bisschen drauf, wir haben es fast geschafft. Jetzt zeig mal deine Pfote. Ich glaube, dem fehlt gar nichts. Ich hab, schauen wir ab. Itchy! Ich sag's doch, ihm fehlt nichts. Wie heißt du denn, meine Kleine? Anne-Marie. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bekomme noch ein neues Kleid. Oh, das freut mich für dich. Wo sind denn deine Eltern? Los, ach, komm schon. Ich möchte noch mit ihr reden vielleicht. Ach, komm jetzt, sonst verpassen wir Joeys Geburtstag. Letzte Möglichkeit, hier an den Wettschalter. Ich möchte bitte eine Wette abschließen. Auf den großen Joey, weiter sagen. Auf den großen Joey, Platz und Sieg. Gut, auf den großen Joey, Platz und Sieg. Joey, sagst du ja? Weißt du etwas, was ich nicht weiß? Er hat heute Geburtstag. Ich meine, er hat Geburtstag. Dankeschön. Mund, hä? Igitt, ist das kalt. Da gehen mir ja gleich die Nebenhöhlen zu, Kind. Jetzt hör schon auf. Sag mir lieber, was du siehst. Dass die Knöpfe schlampig angenäht worden sind, aber auch sonst noch einige. Na los, Joey. Du schaffst es. Du hast doch heute Geburtstag. Und wenn heute seine Konfirmation ist, der Gaul klebt am Boden wie ein Kleistereimer. Schnauze halt. Bitte, Joey. Bitte. Na los doch. Schwing die Keulen, alter Klepper. Juhu! Reginald! Entschuldige bitte! Oh, haha! Wen haben wir denn da? Hallo, Stella! Ein fabelhafter Tag für ein Rennen! Oh, ja, finde ich auch! Aber Reginald, Liebling! Ich möchte dir nicht die Laune verderben, Honey! Du denkst aber schon daran, dass der große Joey heute Geburtstag hat und was wir uns vorgenommen hatten! So, er hat Geburtstag! Ach, und du meinst, wir sollten... Oh, bedauere ganz besonders... Herzlichen Glückwunsch, Joey. Alles Gute zum Geburtstag. Ich wusste, dass du es schaffst. Herzlichen Glückwunsch.
wie geht's? Wie steht's? Bleiben Sie bedeckt. Viel Spaß! Hey, Itch, das hast du ja alles prima hingekriegt. Hey! Was ist denn das? Was suchst du hier? Ich wollte nur sagen, dass ich gehe. Du hast gesagt, dass wir den Armen helfen werden, aber das haben wir nicht getan. Du hast versprochen, dass du Eltern für mich finden wirst. Du hast noch nicht mal gesucht. Alles, was du willst, ist wetten und gewinnen und reich werden. Du hast recht. Was bin ich doch für ein gefühlloser, selbstsüchtiger Hund gewesen. Die Augen verschlossen habe ich vor den Ausgestoßenen unserer Gesellschaft. Danke. Danke, dass du mir geholfen hast, das Licht zu erblicken. Püppi, wir gehen jetzt und helfen den Armen. Oh, Charlie. Hey, Boss, du lässt dich von dir doch nicht einseifen. Wir haben hier einen gut gehenden Laden, um den wir uns kümmern müssen. Das stimmt, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass das Kind glücklich ist. Ich hab's gewusst, dass wir besser eine Zange genommen hätten. Charlie lebt immer noch und ich weiß, dass er das Mädchen hat. Killer, du hast das zum zweiten Mal verbockt. Du bist draußen. Nein, Boss, bitte geben Sie mir noch eine Chance. Ehrlich. Unterlassen. Nimm's nicht persönlich, Killer. Rein geschäftlich. Es ist schon so, wenn man will, dass was ordentlich wird, muss man es selber machen. Wie werde ich nur diesen Charlie los? Messer oder Gift vielleicht? Wagen hat nicht geklappt. Es müsste irgendwas ganz Besonderes sein. Ziehen Sie mich hoch. Ich habe eine Pistole. Eine Pistole? Was heißt eine Pistole? Was für eine Pistole? Ich kann das gar nicht erwarten. Boss, wie gesagt, ich habe eine Pistole. Hört doch schon auf, ihr Fische. Ich schmecke euch doch sowieso nicht. Außerdem habt ihr doch schon gegessen, Boss, bitte. Ich habe eine Flashgurken-Thermik-Atomstrahlenpistole, Boss. Sieh mal an. Eine Strahlenpistole hast du. Wer begeht seine bösen Taten im Schutz der Dunkelheit? Ja, das Gespenst. Hier wohnen einige der ärmsten Leute, die ich überhaupt kenne. Die sitzen auf dem Trockenen wie ein Alkoholiker in der Säuferheilanstalt. War ein kleiner Scherz, ein ganz kleiner. Aha. Hey Leute, hat einer von euch eine Pizza bestellt? Charlie! Pizza! Langsam, langsam, hey, langsam, Kinder, langsam, bringt mich nicht um! Ja, ist doch für jeden was da. Kinder, ich möchte euch... Kinder, hört doch mal! Ich möchte euch eine ganz besonders gute Freundin vorstellen. Ann-Marie. Freut mich, euch kennenzulernen. Hallo, Charlie. Hallo, Flo. Nett, dass du mal vorbeischaust. Wir sehen dich ja nicht gerade häufig. Na ja, du weißt doch, wie das ist. Ich meine, ich muss mich schließlich ums Geschäft kümmern. Ja, ja, ich weiß, wie das ist. Oh, Charlie, wenn du wüsstest, wie gern die Kinder dich mögen. Ja. Oh, ja, ja, ich merke, sie lieben mich ja richtig. Onkel Charlie, gibt's noch mehr? So viel du willst. Du kannst auch noch die Schachtel fressen. Gib mir das! Hey, was soll denn das, Kinder? Wollt ihr nicht teilen? Hey! Außerdem geht's doch hier nur um eine Pizza, Kinder. Nein, nein, hier wird sich nicht geprügelt. Jetzt wird Onkel Charlie euch mal was übers Teilen erzählen. Was mein ist dein, was dein ist mein, was du verschenkst, kommt mehr als doppelt rein. Na komm, sing mit! Was mein ist dein, was dein. Hey,
Gebt sofort die Pizza her! Wollt ihr wohl aufhören? Sowas gehört sich nicht, ihr sollt euch nicht prügeln! Ob du nun schon groß, ob du noch klein, du bist beliebt, frisst du nicht nur allein. Hast du nun billig oder viel? Ja, so ist es. Hey, genau so ist es. Ja. Teilt man die Freude, freut man sich zu zweit. Was mein ist dein, was dein ist mein, was du verschenkst, kommt mehr als doppelt rein. Gefreut man sich zu zweit. Ob du nun schon groß, ob du noch klein, du bist beliebt, frisst du nicht nur allein. Frisst du nicht nur allein. Frisst du nicht nur allein. Ja. Charlie, wo hast du das Portemonnaie her? Ja, nun ja. Du hast es gestohlen. Ich wollte es aber zurückgeben. Gestohlen hast du's. Hey, jetzt komm schon. Komm, Kindchen. Ich verspreche dir... So ein Mist. Kommt heim zu mir und bleib.
Es ist nur ein Traum gewesen. Anne-Marie? 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 Wo steckt das Kind nur? Sie ist wohin gegangen? In die Maple Street 402. Sie wollte das Portemonnaie zurückbringen. Was? Na, großartig. Magst du denn Waffeln? Oh ja, besonders gern. Dankeschön. Nein, hab du schönen Dank. In so einem schönen Haus wie dem hier bin ich noch nie gewesen. Ich freue mich, dass es dir bei uns gefällt. Wo wohnst du denn? Ich wohne bei Charlie. Er ist mein Hund. Aha. Und was ist mit deinen Eltern? Ich habe keine Eltern mehr. Ja, wo wohnst du dann? Na, bei Charlie, auf dem Schrottplatz. Du meine Güte. Anne-Marie, isst du mal schön weiter. Liebling, komm mal einen Augenblick mit. Harold, wir können sie unmöglich so wieder gehen lassen. Ja, ich weiß, Liebling. Sie könnte erst mal im Gästezimmer wohnen. Komm her. Natürlich nur, bis die Behörden das Ganze geklärt haben, Liebling. Psst! Oh, Charlie! Harold und Kate sind ganz prima Leute. Sie haben nicht geschimpft wegen des Portemonnaies. Und dann haben sie mir Waffeln gebacken mit Butter und Sirup. Ja, wirklich, wie schön für dich. Ja, ich freue mich, dass du so ein schönes Zuhause gefunden hast. Glaubst du, sie behalten mich da? Bestimmt, ja. Siehst du, ich bin nur hergekommen, um mich zu verabschieden. Verabschieden? Naja, so wie die Dinge jetzt stehen, wirst du mich ja nicht mehr brauchen. Vielleicht kannst du ja auch hier wohnen. Nein, ich kann nicht bleiben. Ich will dir das doch nicht verderben. Die wollen keinen schmutzigen alten Hund wie mich in ihrem schönen, sauberen Haus haben, verstehst du? Aber Charlie... Mach dir um mich keine Sorgen. Ja, ja, irgendwie komme ich schon durch. Übrigens, du warst die beste Freundin, die ich jemals hatte. Lass dir die Waffeln schmecken. Charlie? Charlie, warte! Okay, jetzt also ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr nach links. Wir wollen ja das Mädchen nicht treffen. Ganz sachte, sachte. Nur auf Charlie halten und dann goodbye, Charlie. Himmelswillen, Charlie! Ich hab ihn erwischt, Leute! Charlie? Oh, du hübscher kleiner Wecker, du. Komm, wir müssen jetzt weg hier. Ja, und ab, schieß doch! Feuer! Vielleicht springe ich aus dem Hemd. Alles Idioten. Ich bin nur von Idioten umgeben. Alles okay, Püppi? Oh, Charlie, ich hab gedacht, sie schießen dich tot. Du wirst es nicht glauben. Das hab ich auch gedacht. Aber Mr. Carface, er weiß eben nicht, mit wem er es zu tun hat. Ja. Ich habe Mittel und Wege, die Sache mit ihm zu beenden, und zwar sofort. Und nichts und niemand wird mich daran hindern, damit du es weißt und nicht frierst. Ja. Charlie? Geh vorsichtig, Kind. Vorsichtig, leise auftreten. Meine Uhr! Wo ist meine Uhr? Wo sind wir? Keine Ahnung. Aber wir müssen meine Uhr finden. Vielleicht liegt sie im Wasser. Was? Nein! Bitte nein! Bitte nicht! Nein! Hörst du? Hörst du das? Oh nein, sie tickt nicht mehr. Leb wohl. Auf Wiedersehen, mein Kind. Wo gehst du hin? Charlie, was hast du vor? Charlie! Da ist sie ja. Was geht hier vor? Oh Gott, wir werden verfolgt. Charlie! Was hat sie gesagt? Sag ihnen, sie sollen mir meine Uhr zurückgeben. Ich verstehe sie nicht, Charlie. Sie reden so komisch. Auch das noch.
Ich hab sie! Ich hab sie wieder verloren! Charlie, was bewegt dich da im Wasser? Ich weiß nicht. Wir sind dran, Püppi! Aufpassen, nicht meine Uhr zertreten! Sehr schön. Du siehst verdächtig nach einem wohlschmeckenden, nicht so fetten Hundebraten. Ich bin ganz schiss. Nein! Friss ihn nicht auf. Bitte nicht. Wie konnte man von mir erwarten, dass ich jemanden mit einer so göttlichen Stimme auffresse? Hör ich jemals diesen Zauberklang, erregt es mich wie nie. Nie fress ich nen Sänger mit dem Ton, das tät ich nie. Oh, wie nennt man diese spezielle Tonlage, mein Freund? Bariton oder Tenor? Nun, es ist... Es ist ja völlig egal. Sie passt jedenfalls zu meiner. Komm, wir singen zusammen. Singen im Chor Harmonie. Oh, komm, wir singen zusammen, Baby. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, so klingt es und mach uns froh. Wir zwei werden's schon bringen. Wer uns hört, merkt es schon, denn wenn wir beide es singen, Baby, wär das echt super, die Sensation. Hast du denn nicht auch Appetit auf ein Lied, so eins mit richtigem Beat? Ja, mit Beat, denn der Klang macht mich froh, der Takt, der packt sowieso, glaub es mir. Oh, glaub es mir. Los, wir singen zusammen, Baby. Auf zwei stimmig, da steh ich, Partner. Und als du, da seh ich, Baby. Freunde, wollen wir so. Komm, wir singen zusammen. Sing zu zweit Harmonie, oh. Ja, wir singen zusammen, Baby. Sing zu zweit Harmonie, oh. Oh, wir singen und das für dich, Mama, oh. Na, Püppi, alles in Ordnung? Oh, ja, wir singen zusammen, Baby. Gar nicht gut. Das wird schon wieder. Oh, ja, wir singen zusammen, Baby. Sing zu zweit Harmonie. Ho, ho, ho. Ja, wir singen zusammen, Baby. Ho, ho. Ding, ding, tong, tong. Ding, 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 tong. Ding, 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 tong. Tong, ding, tong. Rocky, löst du jetzt Joko bei der Wache ab? Ich brauche hier drin Hilfe. Rocky! Joko! Rocky! Wo ist das Mädchen? Das Mädchen? Das weiß ich nicht. Ich glaub, du weißt es doch. Was meint ihr, Jungs, hä? Also, Boss, wenn Sie meine Meinung hören... Schnauze! Ach, bitte, tun Sie nichts Unbedachtes. Charlie! Ruf du nur Charlie! Nein, nein! Liebe Grüße von das Charlie! Das ist keine gute Idee! Oh, Charlie! Sie hat hohes Fieber, Charlie. Es könnte eine Lungenentzündung sein. Du meinst, sie braucht einen Tierarzt? Charlie, sie ist ein kleines Mädchen. Sie braucht einen richtigen Arzt. Einen richtigen. Ich kenne keinen Arzt, aber ich finde einen. Oh, oh, Charlie, bist du hier, Charlie? Hey, sei leise. Püppi ist krank und braucht Ruhe. Ach nein, das bricht mir das Herz. Vielleicht sollte ich raufgehen und ihr einen guten Nachtkuss geben. Itch,
Mitch, was ist dir zugestoßen? Du willst wissen, was mir zugestoßen ist? Ja. Ich sag dir, was mir zugestoßen ist. Carfest mit ungefähr 50 von solchen Schlägertüten ist mir zugestoßen. Oh, diese dreckige Ratte. Es tut mir leid, Itch. Es tut mir wirklich leid, ehrlich. Und? Noch was ist passiert, während du nicht da warst. Siehst du das? Das war unser Casino. Und du wolltest Carfest erledigen. Naja, jetzt hat er uns erledigt. Du bist einfach zu weit gegangen, Boss. Du hast dich rächen wollen an ihm und ich hab Nein gesagt. Bitte lass uns aus der Stadt verschwinden. Aber ich bin geblieben, weil du mein Freund bist. Dann wolltest du das Mädchen entführen und ich sagte, das ist Wahnsinn. Aber ich hab mitgemacht. Und dann mussten wir was zum Anziehen beschaffen und die Geschichte vorlesen. Und sie wollte, dass wir die Armen füttern. Und die ganze Zeit denke ich, das ist doch Blödsinn. Sie wird uns ins Verderben treiben. Aber ich bleibe. Warum bleibe ich? Weil ich dein Freund bin. Aber heute Abend, Charlie, hat er versucht, mich zu töten. Kein Schnurz, ich umbringen wollte er mich. Und du warst unterwegs mit diesem Mädchen. Und ich sage dir jetzt, wir müssen sie loswerden und aus der Stadt verschwinden. Wir beide. Und dann sind wir endlich quitt. Oh, ich. Jetzt, wo das ganze Casino futsch ist und wir von vorn anfangen müssen, brauchen wir die Kleine mehr denn je. Das stimmt nicht, Boss. Ich will dir was sagen. Das alles hat nichts mehr mit Geschäft zu tun. Es ist rein persönlich. Jetzt red keine Quatsch, Itchy. Natürlich ist es geschäftlich. Was denn sonst? Du hast dich verknallt in das Mädchen. Du bist weich geworden. Ja, sie bedeutet dir Ach, was. Ach, Unsinn. Das Mädchen bedeutet mir gar nichts. Gut, ich schmier ja manchmal Brei ums Maul. Ich tue so, als wäre ich ihr bester Freund, aber das ist natürlich gelogen. Ich dachte, ich sei dein bester Freund. Du bist mein bester Freund. Mit ihr ist es rein geschäftlich. Es ging immer nur um das Geschäft. Ich benutze das Mädchen. Wenn wir die Kleine nicht mehr brauchen, setzen wir sie im Waisenhaus ab. Bist du jetzt zufrieden? Hm? Ja, klar, Boss. Wie du meinst. Du bist nicht mein Freund. Du bist ein böser Hund. Pippi, du wirst doch. Anne-Marie! Schätzchen! Kaffees! Anne-Marie! Bring das sofort in die Maple Street 402. Sie hat Freunde dort. Die werden wissen, was zu tun ist. Und beeil dich! Was soll denn in 402 los sein? Sag mir doch einfach, wo es ist, bitte. Charlie hat Ärger und da ist ein kleines Mädchen, das er krank ist. 402 ist gleich gegenüber der Feuerwache. Danke. Was soll der Terror mitten in der Nacht? Charlie hat mit jemandem Ärger und ein kleines Mädchen könnte sterben. Was ist nicht alles passiert? Schock, schwere Not! Anne-Marie! Komm schon, Pippi, wach auf! Keine Angst, ich hol dich da raus! Du bist wirklich sehr krank. Halt dich schön an mir fest. Ich bring dich wieder dorthin, zu der Familie mit dem Portemonnaie. Hallo, Charlie. Nein, wie süß, wie er sie da so im Arm hat, nicht? Ja, wirklich, Boss. Wissen Sie, das erinnert mich an Lassie, als sie Gary gerettet hat. Schnauze. Schnappt ihn euch, Jungs. Oh, was ist los, Schatz? Da sind Hunde. Wo die bloß alle herkommen? Harold, da ist einer reingekommen. Tu was! Siehst du, Charlie? Diese Geschichte hat doch ein Happy End.
Ich behalte das Mädchen und mache ein Vermögen und du kommst dafür in den Himmel. Was? Du willst nicht in den Himmel, Charlie? Runter vom Schiff! Machen wir, dass wir hier rauskommen! Das gibt's nicht. Da ist er. Da ist er wieder. Kind!
Es tut mir leid. So wahnsinnig leid. Nach Hause kommen. Hast du gesagt, ich? Charlie, du hast dein Leben für sie geopfert. Komm nach Hause. Und was wird aus Anne-Marie? Sag ihr Lebewohl, Charlie. Ich bin es. Wie geht es dir, Kind? Oh, mir geht's gut. Und dir? Naja, ich wollte dir auf Wiedersehen sagen. Wohin gehst du? Ach, ich mach nur eine kleine Reise. Hör zu, Pippi. Würdest du etwas für mich tun, ja? Mhm. Kümmere dich um Itchy, ja? Nur solange ich weg bin, natürlich. Du hast jetzt ein Zuhause und er hat niemanden. Klar mach ich, Charlie. Ich pass auf ihn auf. Sehr schön. Also, mach's gut, kleiner Freund. Oh, Charlie, du wirst mir fehlen. Ja, du wirst mir auch fehlen, Püppi. Jetzt musst du aber schlafen, ja? Charlie, sehe ich dich irgendwann wieder? Na, hör mal. Klar sehen wir uns wieder, Kind. Es ist doch nicht für immer und ewig. Ja, dann leb wohl, Charlie. Ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. Moment mal, ich weiß, wir sind im Himmel, aber muss deshalb musikmäßig tote Hose sein? Macht schon, legt mal ein bisschen los hier. Das kannst du haben, Schätzchen. Na also, ist doch sehr hübsch. Oh, den schnapp ich mir, den Alligator, und wenn das meine letzte Tat sein sollte. Wenn du diese Uhr berührst, kannst du niemals wieder zurück. Schnauze. Ich sagte, wenn du diese Uhr berührst, kannst du niemals wieder zurückkommen! Aha, der kommt wieder. I believe
From deep inside, oh, the magic.